Was die Chance, dass Thali Lützeburg auf den Olympischen Spielen am Tischtennis wird vertreten? Und dass der Georges Christen die einzige Person ist, die bis unendlich gezählt wird. Und das schon ganz dreimal. 852 Trillionen, 977 Millionen, 638. Mega, gell? Beziehungen war kein. Ja, natürlich, wenn das heute Fake News sagt. Darum geht es daran, dass er voll ist. Falsche Informationen richtig Schuhe tun. Sie können zum Beispiel politisch Wahlen beeinflussen, bewirken, dass Leute, die krank sind, mit dubiosen Therapien tratiert gehen oder ganz allgemein dazu beitragen, als Gesellschaft zu spalten. Übrigens weisen die Tüten, dass sich Falschinformationen mehr sehr am Internet verbreden wie richtig Infoen. Weil sie dags schockieren oder emotional sehen, am Menschen sie dauernd echter delen. Aber auch automatisiert Social Bots, also Maschinen, drohen zu Falschinformationen bei. Am Zeitraum, wo den Trump der Pariser Klimaaufkommens verlassen wird, wurde laut einer Studie E-Fairels von allen Tweets zum Klimawandel für Social Bots und nicht für München. Wir haben uns für diesen Zielmarkt angeguckt, wie ich Falschinformationen am besten widerlegen kann. Häufig haben wir uns hauptsächlich auf eine Publikation basiert, wo eine interdisziplinäre Forschergruppe der Kenntnisse aus lauter wissenschaftlichen Studien zu den Themen Falschinformationen und Fake News zusammengedroht hat. Die Banking Handbook. Konkret gehen wir an diesem Zielmarkt drauf an. Für was wir auf Falschinformationen herauffallen, wie präventiv gehen Falschinformationen kaffee gehen, ob die überhaupt etwas bringt, Falschinformationen zu widerlegen, aber ja, wie in der am effizientesten mischt. Fangen wir mal damit an, Fake News zu definieren. Die Banking Handbook unterscheidet zwischen Falschinformationen, Desinformationen und Fake News. Falschinformationen können entweder ungewollt oder gewollt verbreitet gehen. Desinformation schwätzt den an der Absicht der Handelsstücht anderer zu täuschen. Fake News sind auch Falschinformationen oft reißerisch formuliert, die den Kontinu von einer Nachrichtenseite imitieren. Tillery, das muss ich direkt im Rohr checken. Komm, wir gucken uns also an, für was wir all vulnerabel sind, auf Falschinformationen ranzufallen. Das leidet in anderen auf folgenden Effekten. Dem Scheinwahrheitseffekt oder Vertrautheitseffekt. Wir geben Informationen mehr, wenn wir sie mehr Dachs hören. Oh, tschau! Der Toten hat das genau das, was der Jean mir erzählt hat. Mir das stimmt das also. Dem Confirmation Bias, wir geben Informationen mehr, wenn sie als Welt sich bestätigen. Und zweifeln die und die als Welt sich vorstellen. Und der Toten soll mehr gesund sein. Und der riesige Informationsflut. Wir gehen all zugeschaut mit Infoen und haben keine Zeit, alles zu überprüfen. Nicht alle mit mehr, wenn es klingt. Das ist wichtig zu wissen, dass wir alle häufiger vulnerabel sind. Sich dessen bewusst zu sein, also selber kritisch zu erfahren, ist schon mal ein erster Schritt, für nicht auf Falschinformationen heranzufallen. Wie kann ich sonst noch präventiv gegen Falschinformationen vorgehen? Studien weisen, dass es bringt, Leute zu warnen, dass sie falsch informiert könnte gehen. Entweder durch spezifische Warnmeldungen oder allgemein durch die Stärkung von ihrer Medienkompetenz, an dem sie zum Beispiel über gängige Argumentationsmuster für Fake News abklärt oder die Leute encouragiert, Quellen zu überprüfen, also nicht einfach etwas kleben, wo ihr nicht wisst, wo die Info herkommt. Ja, aber das steht ja auch auf Facebook, da brauchst du ja keine andere Quelle. Oder handeln, Personen an Seiten auf ihre Motive zu ersichern. Also, wenn der Doktor von Nutella sieht, das wäre gesund, dann muss es ja stimmen, das muss es ja wissen. All diese Mesuren führen laut Studien dazu, dass Leute Falschinformationen manner teilen. Aber keine Falschinformationen teilt, du kannst auch keine große Schuld richten. Ich meine, das ist eine gute Nachricht, aber wir sollen auch mal denken, ja, Jürgen. Die gut Nachrichten auf vier Strichen. Weil du aber eine falsche Information viel gedeelt wird, bringt es dann überhaupt etwas zu widerlegen. Ein Zeichen nur Forscher in diesem Kontext auf ein Problem aufmerksam gemacht. Den sogenannten Boomerang-Effekt. Wenn ich eine Falschmeldung will widerlegen, dann muss ich ja so und dazu falsch ist. Und sie also wiederholen. Es verschafft ihnen hier also eine Bühne. Aber wenn wir ja für Drogen leer tun, geleben Leute gerne Sachen, die sie schon mit Docs hören haben. Das heißt, wer dem mehr von der Falschmeldung schwätzt, wird Leute hier mehr leben. Das ist nur das, was man nicht fühlen. Nee, genau. Wir können aber auch gut nachrichten. Neue Studien weisen, dass der positive Effekt vom Widerlegen mehr stärker ist als der negative vom Boomerang-Effekt. Wenn ihr gut widerlegt, kann er also tatsächlich dazu beitragen, dass Falschinformationen entlarvt und man gedehlt gehen. Es sollen sich aber immer vorstellen, ob eine Falschmeldung überhaupt der Wert ist, wieder loszugehen. Weil bis nun noch kaum in der Format kommt, für was sollen sie da mehr prominent machen? Was? Wer bist du denn? Gehen aber auch Männer gut Nachrichten. Zum Beispiel können Falschinformationen, auch wenn sie wieder loszugehen, noch langfristig die Menschen nicht verhalten beeinflussen. Die Banking Handbook gibt ein Beispiel. Ein
eine Falschmeldung zirkuliert, dass eine Person am Restaurant XY eine Lebensmittelvergiftung hat. Auch wenn das wieder losgeht, kann es sein, dass die Leute trotzdem in Zukunft die Restaurant vermeiden. Ein weiteres interessantes Beispiel: in polarisierten Gesellschaften, wie zum Beispiel in Amerika, ist es den Leuten egal, wo sie gewohnt gehen, dass der Politiker, den sie unterstützen, gelungen hat. Sie unterstützen hier oder hat nur trotzdem weiter. In manchen polarisierten Gesellschaften hat eine Widerlegung von Politikerlegen aber einen Einfluss. Okay, mal da kommen wir gucken, der Fall, wo es Nediger schenkt, welche Falschnurrichten am besten widerlegt. Hol mal als Beispiel folgende Fake News. Die zweite Staffel von Takeoff, Next Year, geht annulliert. Für die korrekt zu widerlegen, ist es wichtig, mit der korrekten Info anzufangen. Idealerweise schön knackig formuliert. Next Year geht nächst Takeoff Science Challenge Show diffusiert. Da sehen, dass eine Falschmeldung zirkuliert, die ein Irrtum ist. Irrtümlicherweise wird behauptet, die zweite Staffel wird annulliert gehen. Hier wieder hält die zweite Falschmeldung, was sie den an Engels, dass es ein Irrtum ist. Da weist jemand Argumente, für hat er den falsch und dann hat richtig ist. Die zuständigen Akteuren haben alle offiziell konfirmiert, dass die zweite Staffel diffusiert wird und die Meldungen laufen schon. Das hier ist ganz wichtig. Die Argumentation muss plausibel und korrekt sein. Es geht hier nicht um eine Meinung gegen die anderen, sondern um Fakten. Und zum Schluss wiederhält ihn die korrekt Aussage noch einmal. Das konfirmiert. Am Januar 2025 lief die zweite Staffel von Takeoff. Es gesagt Ihnen, es braucht einen gewissen Aufwand für Falschinformationen zu widerlegen. Und dabei lebt in DAX die Falschinformationen handrun. Während die kurze Knacke Schwarz-Weiß-Malerei betreiben, ist die Widerlegung DAX mehr nuanciert als lang. Aber bon, es lohnt sich trotzdem, das zu machen. Kommen wir mal zum Fazit. Falschinformationen, Desinformationen und Fake News riechen Schulden für unsere Demokratie und unsere Gesellschaft. Für das Leute manchmal Falschinformationen teilen, hilft es, Warnmeldungen zu posten, präventiv die Leute Medienkompetenzen zu stärken und sie zu encouragieren, mehr kritisch mit Quellen zu sehen. Aber wenn Falschmeldungen bis viel zirkulieren, hilft es, sie zu widerlegen. Soll ihn dabei versichern, das effizient zu machen. So, das war also kein Fake News, mit dem Stand von der Wissenschaft zum Thema. Merci für das Nulauschen. Und bleibt kritisch. Ciao, ciao. Ciao.